gelobt und angebetet sei ohne End. Sei gegrüßt, Herr Jesus, gegenwärtig im Heiligen Sakrament. Sei gegrüßt, Herr Jesus, gegenwärtig im Heiligen Sakrament. Du bist die Liebe, die alle zusammenschließt, der Friede, der alle eint. Du bist die Quelle, die das Wasser für das ewige Leben ausströmt. Sei gegrüßt, du Leib des Herrn, für uns am Stamm des Kreuzes geopfert. Sei gegrüßt, heiliges Blut, zu unserem Heil vergossen. Du bist das Lösegeld für unsere Sünden. Mit allen Engeln und Heiligen beten wir dich an.
Lesung aus dem Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sagte Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Wort des lebendigen Gottes.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Herr Jesus Christus, gegeben als Speise und Trank. Du, Herr, Fleisch und Blut. Du, Herr, Leib und Seele. Du, Herr, Gott und Mensch. Du, Herr, Speise und Trank. Du schenkst uns dein Leben. Du schenkst uns deinen Geist. Du schenkst uns deine Liebe. Du schenkst uns deine Kraft. Du bist gegenwärtig in deinem Mahl. Du bist wirklich und wirksam in Brot und Wein. Du bist Stärkung auf unserem Lebensweg. Du bist Wegzeher auf unserer letzten Reise. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament. Herr Jesus Christus, wahrhaft Speise, wandle uns in deinem Mahl. Herr Jesus Christus, wahrhaft Speise, wandle uns an deinem Tisch. Herr Jesus Christus, wahrhaft Speise, wandle uns mit deiner Macht. Wir beten gemeinsam. Mahl des Herrn, ernähre mich. Leib Christi, erlöse mich. Blut Christi, tränke mich. Leben Christi, stärke mich. Geist Christi, durchdringe mich. Geheimnis Christi, öffne dich. In deine Nähe ziehe mich. Vor allem Bösen schütze mich. Aus deiner Fülle speise mich, damit ich lebe ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Thank you.
verkündet Gottes Heil von Tag zu Tag, erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit, bei allen Nationen von seinen Wundern. Danken sollen dir, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Sie sollen von der Herrlichkeit und Macht deines Königtums reden. Lasset uns beten. Du Herr aller Völker, hier auf Erden hast du den heiligen Bischof Liborius, den Gläubigen der Kirche von Le Mans, als guten Hirten geschenkt. Er hat sie im Glauben unterrichtet und gestärkt. Er hat sie zu deiner Verherrlichung und zur Feier des Opfers Christi versammelt und zu Werken der Nächstenliebe. Nach Vollendung seines Lebens wurde sein Leib der Kirche von Paderborn anvertraut. Als Heiliger des Himmels ist er unser Schutzpatron und Fürsprecher an deinem Throne. Öffne auch in unserer Zeit die Herzen der Menschen für dich und dein Wort. Führe uns immer wieder zu deinem Lobpreis und zur Gemeinschaft des Brotbrechens zusammen. Wecke in uns den Geist der Nächstenliebe und Frömmigkeit und lass uns in allen Nöten, Sorgen und Krankheiten deine Hilfe erfahren. Erzbistum Paderborn, das ihm nun für immer anvertraut ist. Darum bitten wir dich auf die Fürsprache unseres Schutzpatrons und aller Heiligen durch Christus unseren Herrn. Heiliger Liborius, Thank you.
Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, wie der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
salem et celo presti disti eis. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti, tribur quae sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugita essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Thank you.
Gott, du Herr aller Völker, du hast den heiligen Liborius der Kirche von Le Mans als Bischof und der Kirche von Paderborn als Patron gegeben. Segne auch seine Fürsprache, den Liebesbund ewiger Bruderschaft, den unsere Vorfahren miteinander geschlossen haben. Hilf uns, das Band der Freundschaft zwischen unseren Bistümern immer enger zu knüpfen und so unseren Beitrag zu leisten, die Einheit der Kirche zu wahren und alle Uneinigkeit zwischen den Völkern zu überwinden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.